Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und ja, ihr seht meinen besonderen besten Freund, und zwar die FV-AT, also FV304, um ganz genau zu sein. Gespielt von Mercusio. Und ja, jeder, der mich bzw. meinen Kanal schon etwas länger kennt, weiß, dass ich persönlich so eine gewisse Abneigung besonders gegen diese AT habe, weil. Ja, ich habe immer das beste Timing, dass wenn ich diese Art im Spiel habe, dass die auf mich schießt, und dementsprechend ist es gewiss eine Hassliebe, weil natürlich, wenn sie in meinem Team ist, habe ich sie umso lieber. Ich selber bin ja kein Arti-Spieler, dementsprechend. Ja, davor übrigens zu dieser Message gerade noch zu sagen, es gab mal wieder das übliche Random-Geplänkel, dass dem einen Mitspieler in seinem Team die... Was hat ihm nicht gefallen? Die WN. Und dementsprechend hat er sich beschwert. Und ja, da verstehe ich, wenn man irgendwann mal auch von diesem WN-Thema genervt ist. Und irgendwann mal sagt so, ja, wenn es dir nicht passt, dann lass es halt sein und spiel nicht mehr random. Ja, jetzt weiß man auch genau, wer es war. Und zwar der Atze. So. Genug von WN-Flames. Jetzt gucken wir doch mal an, was er hier reißen kann. Kommt hier gerade leider nicht so wirklich gut ran. Da ist er. Man sieht, er spielt mit dem Battle Assist. Dementsprechend hat er da eine etwas andere Sicht und kann auch mal sehen, eventuell, wie ein Schuss fliegt. Finde ich eine persönlich sehr hilfreiche Mod. Und gerade unten ist sehr, sehr viel an Gegnern. Wobei da so gut wie keiner ist, den er. Kommt er da drauf? Oh, schöner Hit. Sehr schöner Hit. Ja, aber unten, wie gesagt, da ist nur der Tiger, Black Prince und so an der Verteidigung und eine Übermacht an Gegnern. So, der LTB hat jetzt hier ein ganz schön schweres Leben, da da viele Gegner auf sich. Ja, der Schuss auf den Shuffle ist deutlich schwerer als alles andere. Vielleicht ja genau nach unten mit Supporten. Da hat er doch ein paar Gegner, auf die er gut draufkommt, wie man hier schon auch sieht. Der Black Prince gerade ganz besonders. Schuss ist raus. Und, oh, minimaler Splash Damage, aber leider nicht genug. Ja, man sieht, er spielt die Arti schon öfters mal. Weil er wirklich hier das Movement, er hat hier eine gute Führung. Also es ist schon schwierig sogar hier als Kommentator den Überblick zu behalten. Aber er hat scheinbar einen sehr guten Sinn dafür. Das muss man ihm lassen. Und jetzt wieder nach unten. Also er hat wirklich die Map immer sehr, sehr gut im Blick. Jetzt will er wirklich den Shuffle wegmachen. Ah, schade. Aber der war, ist natürlich auch sauschwer. So, jetzt die Su. Su steht natürlich sehr schön da. Schuss ist raus. Ah, aber geht drüber. In dem Fall leider kein Hit. Jetzt ist er aber wirklich raus. Es muss aber auch wirklich aufpassen. Von unten kommen die Gegner jetzt dramatisch nach oben. Aber er bleibt hier oben auf dem LTTB. Den will er scheinbar irgendwie ganz dringend aus dem Spiel befördern. Und da kriegt er ihn auch raus. Macht ihn blind weg. Sehr schön. Jetzt geht er nach oben. Auf den Panther. Schießt auch hier nochmal blind. Aber der trifft leider nicht. Aktuell hat er auf seiner Position, wo er gerade steht, noch die Sicherheit, dass er da nicht getroffen werden kann. Aber jetzt will er da vorne mal so ein bisschen supporten. Schau mal, ob er da drauf kommt. Müsste eigentlich gehen, ja, genau, man sieht es ganz gut. Natürlich jetzt gerade für die Arti in dem Winkel muss er auch noch durchschlagen. Das ist gar nicht so leicht, wie man jetzt direkt sieht. Das wird jetzt eher die Problematik sogar werden. Hier auch noch ordentlich Schaden anzurichten. Auf den Jagdtiger, ja, kritischer Treffer. Aber er bräuchte irgendwas seitlicher. So genau wie den T-34. Der steht besser. Ja, sehr schöner Hit. T-34 nimmt er raus. Jetzt der Jagdtiger. Der ist aber auch leider sehr frontal. Kommt er hier schwieriger ran. Jetzt probiert er es nochmal. Oh, den Jagdtiger, da hat er auch noch ein bisschen Schaden gemacht. 7 zu 7. Jagdtiger lässt sich jetzt zurückfallen.
ist jetzt hier natürlich im Fokus und nimmt den Jagdtiger auch noch raus. Sehr schön. Der Gegner macht jetzt hier den fatalen Fehler, dass sie nicht hochpushen und dementsprechend werden sie HP von denen langsam, aber sicher dezimiert. Jetzt der Black Prince. Black Prince, schöner Treffer in die Seite. Aktuell schon 4 Kills auf der Uhr. Und jetzt wahrscheinlich sogar den 5. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Jetzt der nächste Jagdtiger. Kritischer Treffer. Ah, da ist natürlich schwierig. Jetzt bekommt er schon das Loben. Arti, nice job. Er antwortet selber mit Luck. Das muss wehtun. So. Jetzt wird, wie gesagt, der Gegner den Riesenfehler gemacht, dass sie einfach nicht frühzeitig da nach oben gepusht haben, weil so werden sie jetzt einfach peu à peu nacheinander rausgenommen. Der hat leider nicht getroffen. So, jetzt ist er raus. Macht er seinen Krieger auf jeden Fall noch, hoffe ich doch mal für ihn. Wir haben sie böse erwischt. Und Jagdjäger lässt sich zurückfallen. Er aimt ordentlich vor und jetzt kommt der Schuss und er nimmt ihn raus, macht den 6. Kill klar, sehr schön. So, da drüben der Panther, da ist noch ein Ziel möglich. Kommt hier auch drauf, Schuss kommt raus, oh, und geht knapp drüber. Tiger P jetzt am Start gegen den Panther, aber jetzt steht er ideal, wenn er so stehen bleiben würde. Wäre es natürlich fabelhaft, aber er fährt im... Er nimmt ihn noch mit! Ich dachte, er fährt im letzten Moment vor, aber sie kriegen ihn doch noch raus. Sehr schön. 7 Kills. Fleißig ist er, das kann man auf jeden Fall sagen. Und jetzt nutzt er die zweite Stärke neben dem schnellen Reload von dem Panzer bzw. von der Arti aus, und zwar, dass er auch wirklich sehr manövrierfähig ist. Sie hat auch keine lange Reichweite, deswegen muss er das auch gewissermaßen sein. Aber man kann einfach mal schnell seine Position verändern und das ist doch wirklich sehr, sehr angenehm. Auf den IS-3 zum Beispiel, der gerade offen ist, da kommt er nicht drauf, da muss er noch weiterfahren, weil die Reichweite ist so bei um die, lasst mich nicht lügen, ich meine 500 noch was Meter. Aber wie gesagt, mittlerweile sind die Gegner stark dezimiert, haben aus ihrer Übermacht an der Rampe nichts tun können, nichts generieren können, haben sie zu slow und passiv gespielt. Und man sieht immer mal wieder, was passiert, wenn man das macht. So, jetzt sind beide Gegner da oben. Der IS-3 lebt noch. Er fährt jetzt auf Schussreichweite ran. IS-3 hat noch 925 Struktur, also ein bisschen was hat er noch. Vielleicht kriegt er noch ein, zwei Schüsse raus. Kriegt sogar noch den HTC weg, der sogar am Anfang hier sich auf die WN berufen hat. Also von dem her auch noch eine gebührende Strafe, dass der noch erschossen worden ist. Naja, das Game ist so gut wie rum. Ich lasse euch mit den letzten Impressionen alleine. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.